So, liebe Leute da draußen, ich hoffe, wir sind zu hören. Wir, das sind in diesem Fall Ludwig van Beethoven und ich, mein Name ist Andreas Zimmermann. Wir hatten ein paar technische Probleme, deswegen kann es sein, dass es mit der Akustik nicht super funktioniert. Wir haben versucht, das hinzukriegen, es hat nicht geklappt. Ich werde mich jetzt gleich neben Christina, die das Ganze hier filmt, stellen. Das hat den großen Vorteil, dass ihr mich nicht mehr sehen müsst, sondern euch auf die wunderbaren Werke konzentrieren könnt, die wir hier zusammengestellt haben. Dann wollen wir eine Art virtuellen Abschiedsrundgang durch die Ausstellung Beethoven bewegt machen, von der wir vermuten, dass sie angesichts der sich ungünstig entwickelnden Corona-Lage wahrscheinlich gar nicht wieder eröffnen kann und also ab dem 25. Januar wohl abgebaut werden wird. Ich würde sagen, Christina zeigt mal den Raum, oder hat ihn schon gezeigt, das habe ich jetzt vor lauter Nervosität nicht so mitbekommen. Schreibt vor allen Dingen auch ganz schnell rein, wenn es akustisch nicht passt, was wir hier machen. Nicht, dass das euch jetzt nur frustriert, da draußen an den Geräten. Und auch während wir durch die Räume ziehen, könnt ihr schon Fragen oder Proteste oder Anregungen aller Art posten. Und am Ende des Rundgangs gibt es auch nochmal ausführlicher Gelegenheit, zu dem Ganzen sich auszutauschen. Diese Ausstellung zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven, die haben nicht nur vier Leute, nämlich Stefan Weppelmann, Jasper Sharp, Andreas Kugler und ich, inhaltlich entwickelt, sondern wir wurden dabei von einer ganzen Reihe von Menschen unterstützt, von denen ich ganz kurz die wichtigsten wenigstens erwähnen möchte, nämlich Julia Mangone, Hanna Marinissen, Raphael Kopper und Benjamin Meyer. Die haben uns unglaublich unterstützt, vor allen Dingen bei der Entwicklung und Gestaltung des Begleitbuchs, das ich euch am Schluss vielleicht auch noch kurz zeigen kann. Das komme ich jetzt, glaube ich, wieder. Lauter, einfach lauter sprechen. Und diese grandiose Architektur, die ihr hier seht und auch im Laufe der nächsten Räume, wo sie sich extrem unterschiedlich entwickeln wird, erleben werdet, die hat das Büro Tom Postma Architects in Amsterdam entwickelt mit ihren beiden wunderbaren Leuten Dani Mileo und Joris Niederlander. Und die ganze grafische Konzeption, auch die Plakatkampagne, die ja immer noch in der Stadt hängt, auch das grafische Konzept des Katalogbuchs, die stammt von dem Atelier Polyform Berlin, Katrin Middel und Robert Haselbacher. Das sind also nur die wichtigsten Leute, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben, das innerhalb von weniger als einem Jahr entstand, von März 19 bis März 20, dann Corona-bedingt stillgelegt wurde, im September eröffnete, jetzt zweimal geschlossen hat, zweimal wieder aufmachte und wahrscheinlich kein drittes Mal wieder aufmachen wird. Ich glaube, das hätte Beethoven ganz gut gefallen. Also die Frage, was Beethoven von diesem ganzen Jubiläumszirkus, Jubiläen sind ja keine intellektuell sehr anregenden Anlässe, was Beethoven von dem Jubiläumszirkus gehalten hätte, da wage ich keine Prognose. Er hätte vermutlich gesagt, hört meine Musik am besten täglich. Aber dass wir uns nicht haben niederbeugen lassen vom Schicksal. Wie er selber sagte, ich will mich vom Schicksal ganz gewiss, ich will dem Schicksal in den Rachen greifen, ganz niederbeugen soll es mich gewiss nicht. Also dass wir uns hier versucht haben, gegen Corona aufzulehnen und so einige Teilerfolge erzielen konnten, das hätte ihm bestimmt gefallen. Was er zu den Kunstwerken gesagt hätte, werden wir nie erfahren. Es sind gerade in dem ersten Raum Kunstwerke, die alle deutlich nach Ludwig van Beethoven entstanden sind. Es ist eine ganz besonders kostbare Skulptur von Auguste Rodin aus dem Jahre 1877, also zufälligerweise genau 50 Jahre nach Beethovens Tod entstanden. Ist von Rodin nicht mit Blick auf Beethoven konzipiert worden, sondern wurde von uns für diese Ausstellung ausgewählt, weil es so eine deutungsoffene Skulptur ist, ein Menschenbild, das hier in Dialog tritt zur Musik, die den ganzen Raum erfüllt und die in den Dialog tritt in ein spannungsreiches, doppeldeutiges, mehrdeutiges Verhältnis zu dem von der Decke hängenden Klavier von Rebecca Horn, zu dem wir natürlich auch noch ausführlicher kommen werden. Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, was diese Skulptur von Rodin 1877 für einen Skandal ausgelöst hat, aus zwei Gründen. Die ganze Modellierung dieses Körpers erschien den Menschen, den Kritikern, derartig naturalistisch, derartig naturnah. Sie haben da Idealität vermisst, derartig naturnah, dass sie Rodin vorgeworfen haben, er hätte einen Körper einfach abgegossen. Das wäre ein Naturabguss. Und das Zweite, was scharf bemängelt wurde, wir sind ja hier in der im späten 19. Jahrhundert, also in Deutschland würde man sagen in der wilhelminischen Ära, in der Zeit Napoleons III., also man hat vermisst,
Er hat überhaupt keine Attribute, die ihn als irgendetwas charakterisieren. Er ist völlig deutungsoffen. Er ist weder als Gott noch als Krieger noch als sonst etwas gekennzeichnet. Ich kann mit meinen schlechten Augen das nicht lesen, was da steht. Ich soll lauter sprechen, ja, ich soll lauter sprechen, ich versuch's. Das heißt, diese Deutungsoffenheit der Figuren hat das Publikum damals vollständig überfordert. Man hat eine klare Anweisung verlangt, erwartet, was habe ich hier zu sehen. Und gerade diese Deutungsoffenheit schien uns sehr geeignet für unsere Aufstellung, die eben auch nicht fest etwas vorgibt. Hier wird kein Beethoven-Bild vorgegeben, sondern hier werden sozusagen assoziative Netze ausgeworfen, an die die Besucherinnen und Besucher ganz subjektiv sozusagen anknüpfen konnten, als sie die Ausstellung noch besuchen konnten und die ihr hoffentlich jetzt in diesem Augenblick entfaltet, diese assoziativen Anknüpfungen zur Musik Beethovens. Das ist ja auch eine ganz fließende, subjektive Erfahrung, das Erleben von Musik und der subjektive Zugang, der schien uns im Hinblick auf die Figur Beethovens besonders angemessen, weil Beethoven als eine der prägenden Figuren um 1800, also die Generation, die in ihrer Jugend geprägt war von der Französischen Revolution, das ist eigentlich die Zeit, in der das moderne europäische Menschenbild entstanden ist, von dem wir heute noch zehren. Also ein subjektiver, selbstbestimmter, auch emanzipatorischer Zugang zur Welt. Aber immer auch mit der Gefahr des Scheiterns. Also Beethoven ist wie kaum ein anderer Komponist immer an die Grenzen gegangen, hat das Scheitern riskiert, ist gelegentlich auch mit bestimmten Kompositionen gescheitert. Und ich glaube, dass diese Risikobereitschaft also ganz entscheidend beiträgt zu der beispielgebenden Relevanz und Wirkmacht, die die Figur Beethoven heute noch auf uns ausübt. Jetzt würde ich sagen, werfen wir mal von diesem Menschen, der sozusagen stellvertretend für das Publikum steht, aber auch für den Künstler in seiner Beziehung zur Musik und zum Instrument, werfen wir mal einen Blick auf dieses rätselhafte Klavier, das hier von der Decke hängt, eine Skulptur von Rebecca Horn. Eine Skulptur, die handelt, also eigentlich eine Maschine. Es hat surreale Aspekte, natürlich ein Konzertflügel, der von der Decke hängt, ein schweigendes Objekt zunächst und dann passiert fürs Publikum überraschend. Geschieht etwas im Idealfall völlig Überraschendes, völlig Unvorbereitetes. Im Idealfall sollte niemand da stehen und sagen, jetzt passiert gleich was, sondern man betritt einen Raum, man ist verblüfft über das Objekt, was da von der monumental und auch leicht bedrohlich von der Decke hängt und zu einem unbestimmten Zeitpunkt passiert das, was jetzt gerade passiert ist. Und wir können psychologisch gar nicht umhin, diese Geste eines Instruments, das ja dazu geschaffen ist, von Menschen gespielt zu werden, diese Geste jetzt auch menschlich, psychologisch zu deuten. Zum Beispiel als ein Gestus der Empörung, als einen Aufschrei, als einen Schrei der Verzweiflung, als ein sich auskotzen meinetwegen. Ja, also eine ganz starke Emotionalität, die Rebecca Horn in ihrer Meisterinnenschaft in dieses Objekt hineingebracht hat. Und dieser Dialog zwischen dem jungen Mann von Rodin von 1877 und dieser Skulptur von Rebecca Horn aus dem Jahr 2006 oder 2007, Concert for Anarchy, ein Titel wie gemacht für Beethoven, Konzert für Anarchie, aber ein Objekt, das sie geschaffen hat, ohne an Beethoven zu denken. Genauso wie Rodin also bei seinem Werk auch nicht an Beethoven gedacht hat. Wir haben in der Ausstellung also Werke zusammengebracht, die wir auf Beethoven bezogen haben, mit Werken von Künstlerinnen und Künstlern, die sich ganz dezidiert auf Werke Beethovens beziehen. Dazu kommen wir gleich. Und das, kann man die Musik doch leiser machen? Ja, und jetzt höre ich gerade, die Musik ist vielleicht doch zu laut. Das heißt, ich mache sie jetzt einfach, ich würde mal sagen, einfach aus. Ja? Genießt noch mal kurz die letzten Takte. So, das waren die letzten Takte des ersten Satzes der Waldstein-Sonate. Und rein zufällig haben wir diese Sonate, deren erster Satz hier gerade verklungen ist, mit diesem sagenhaften, fast rockartigen Beginn, wo 13 Mal ein C-Dur-Akkord wiederholt wird, so ganz repetitiv,
Die haben wir hier im Original liegen. Wir haben also in diesem ersten Saal Beethoven dreistimmig präsent. Die Musik erklingt, wir haben sie jetzt aus Facebook-technischen Gründen abgestellt, die Musik erklingt in Live-Lautstärke. Es liegen die Autographen, das heißt also die originalen Niederschriften bestimmter Klaviersonaten, in diesem Fall hier die Waldstein-Sonate C-Dur Opus 53, liegen in den Vitrinen, also extrem kostbare Leihgaben, die wir erhalten haben von zwei ganz wichtigen Beethoven-Sammelstellen, nämlich dem Beethoven-Haus in Bonn, natürlich seiner Geburtsstadt, und der Gesellschaft der Musikfreunde Wien, deren Archiv also eine ganz reichhaltige Sammlung besitzt. Und diese beiden Sammlungen, Gesellschaft der Musikfreunde Wien und Beethovenhaus Bonn, die haben uns hier also reich beschenkt mit Autographen von vier Klaviersonaten. Jetzt stehen wir gerade vor der für Beethovens Verhältnisse relativ sauberen Niederschrift der Waldstein-Sonate, die so um 1804, ich habe jetzt die Jahreszahlen also nicht alle im Kopf, entstanden ist und die aus verschiedenen Gründen ganz wichtig ist. Beethoven hat hier die Form extrem erweitert. Das ist dieses Formsprengende, ist überhaupt eine seiner charakteristischen Zugänge, die, mit denen er das Publikum, das Orchester, die Klavierbauer immer wieder an die Grenzen getrieben hat. Und sie ist gewidmet Graf Waldstein. Das war ein ganz wichtiger Förderer schon in Beethovens Bonner Jugendjahren. Der Waldstein war derjenige, der Beethoven überhaupt ein Stipendium ermöglicht hat, mit dem er 1792 dann als junger Pianist, als berühmter Pianist, er war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht als Komponist berühmt, nach Wien ging. Und in das Stammbuch, so eine Art Poesiealbum, schrieb ihm der Waldstein in Bonn zum Abschied rein: In Wien erhalten Sie durch unermüdlichen Fleiß Mozarts Geist aus Haydns Händen, Ihr wahrer Freund Waldstein. Das zeigt also mehreres. Erstens wirklich freundschaftliche Beziehungen zum hohen Adel, die der junge Beethoven schon in Bonn geknüpft hat und die dann in Wien natürlich sehr hilfreich wurden, auch in Bonn regierte ja ein Habsburger. Und zweitens aber ist das ganz bedeutend an diesem Stammbucheintrag, dass Waldstein hier zum ersten Mal diese später so kanonisch gewordene Trias Haydn, Mozart, Beethoven in einem Atemzug nennt. Er tut Haydn da ein bisschen Unrecht. Haydn hatte natürlich eine größere Bedeutung, als nur Mozarts Geist zu überbringen. Mozart war ja gerade ein Jahr vorher gestorben. Tatsächlich hat Beethoven dann bei Haydn Kompositionsunterricht genommen, um sich dann künstlerisch umso stärker vom alten Meister abzusetzen. Aber dass der Waldstein hier so hellsichtig zum ersten Mal diese für uns heute also völlig selbstverständlichen Dreiklang Haydn, Mozart, Beethoven nennt, das zeigt nochmal, wie wichtig dieser Förderer für Beethoven schon in Bonn gewesen ist. Und später hat Beethoven ihm eben diese hochbedeutende Klaviersonate C-Dur gewidmet. Und jetzt gehen wir mal zu Ja, wir gehen mal rüber zu einem weiteren Autographen. Wir gucken uns jetzt nicht alle vier an, aber einen möchte ich euch doch unbedingt noch zeigen, nämlich die letzte der 32 Klaviersonaten, C-Moll, Opus 111, ein hochberühmtes Werk bei Thomas Mann im Dr. Faustus, also ausführlich beschrieben. Thomas Mann hat sich da musikwissenschaftlichen Input von Adorno besorgt, also ein geistesgeschichtlich unglaublich wirksames Werk. Und davon liegt hier also der oder das Autograph, die originale handschriftliche Niederschrift dieser Sonate von Beethoven. Und wenn du schaffst, da mal reinzuzoomen in diesen Bereich, dann sieht man, wie Beethoven also bis zuletzt immer weiter ergänzt und korrigiert und ausgekratzt und so weiter und überschrieben hat, bis an die Grenze der Lesbarkeit oder darüber hinaus. Und man kann sich vorstellen, was es für die armen Kopisten, die aus solchen Handschriften die Druckvorlage für die Kupferstecher produzieren mussten, nach denen dann die Noten in den Druck gingen und veröffentlicht werden konnten, was das für eine unlösbare Aufgabe gewesen ist. Und wenn man sich die 10 oder 12 Bände Beethoven-Korrespondenz heute vornimmt, dann besteht ein Großteil von Beethovens Briefen aus wüsten Beschimpfungen gegenüber diesen Kopisten, die alles falsch verstanden haben, und Konflikte mit seinen Verlegern. Denn Beethoven hat dann die Korrekturphasen, die zahlreichen Korrekturphasen, die nötig waren, das kann man sich vorstellen, wenn man das hier sieht, die hat Beethoven benutzt, um immer weiter zu komponieren. Das heißt, die Frage, wann ist so ein Werk eigentlich abgeschlossen, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und deswegen gehen verantwortungsvolle Musiker auch immer wieder an die Originalquellen zurück, wenn sie sich mit der Aufführung
der Beethovenschen Werke beschäftigen. Ja, und diese Autographen sind also jetzt hier in dem Raum umhüllt mit 32 großformatigen, also über einen Meter breiten Federzeichnungen von Jorinde Vogt, die am Anfang, also die vor wenigen Jahren erst entstanden sind, vor 10 Jahren ungefähr, 2012 glaube ich. Jorinde Vogt, eine in den 1970er Jahren geborene Künstlerin, also jetzt so Anfang 40, und sie hat mit diesen Zeichnungen die 32 Klaviersonaten Beethovens ja weder analysiert noch paraphrasiert noch beschrieben, aber sie hat die Strukturen der Klaviersonaten Beethovens in grafische Strukturen übertragen. Es ist sehr kompliziert zu erklären, aber es geht ungefähr so, dass sie für jeden Satz einer Sonate eine Linie zieht, freihändig, während sie die Musik hört. Die gesamte Zeichnung ist also eine freihändige Federzeichnung, nicht irgendwie eine computergenerierte Grafik, wie man glauben könnte. Und sie hat sich zuvor ein sehr komplexes, das kann ich hier also auch gar nicht gut wiedergeben, ein sehr komplexes Koordinatensystem geschaffen aus externen und internen Zentren, aus der Zeitachse, die man sich rotierend vorzustellen hat, und hat dann Takt für Takt, also was man mit Sicherheit sagen kann, ist, jede dieser Linien entspricht einem Takt, hat dann Takt für Takt die Ausdrucksbezeichnung, also Forte, Piano, Crescendo, Con Molto, Espressione und so weiter, die hat sie in ein Koordinatensystem gebracht und dann unter dem Einfluss der Musik, während sie die Musik hört, für jeden Takt eine dieser Linien gezogen, mit denen sie quasi seismografisch die fließende Struktur der vorüberziehenden Musik in eine grafische Struktur überträgt. Das ist ein ganz geniales, ich glaube völlig einzigartiges Verfahren. Jorinde Vogt ist mathematisch hoch interessiert und begabt. Sie ist eine sehr gute Cello- und Klavierspielerin. Sie hat also ausübende Musikerin. Sie hat Philosophie studiert, also eine Frau mit sehr intellektuellen Zugang. Und das, was mir bemerkenswert scheint an diesen Zeichnungen, das ist das gleichzeitig das Planvolle und das Spontane, also die Struktur, das Konzept und die Freiheit im Detail, die sind da gleichzeitig anwesend. Und das ist eine ganz geniale Entsprechung zur Struktur von Musik. Da gibt es natürlich auch gewisse kompositorische Gesetzmäßigkeiten im Großen und Ganzen, Sonaten, Hauptsatzform, Thema, zweites Thema, Durchführung, solche die Geschichten. Aber es gibt dann im Detail jede Menge Freiheiten. Und Beethoven ist natürlich einer der Komponisten gewesen, die mehr als jeder andere diesen Freiheitsdrang ausgelebt haben. Übrigens, da oben, wenn du das kurz einfangen kannst, dieses Zitat, bevor es ins Englische, jetzt ist es gerade ins Englische gewandert. Also Beethoven ist dreistimmig anwesend in unseren Räumen, in seiner Musik, die man hört, in seinen originalen Noten, die zu sehen sind, und dann in Textzitaten, die wir aus seinen Briefen, Tagebuchfragmenten und sonstigen Quellen genommen haben, extrem aussagekräftige Sätze von Beethoven zum Beispiel, wo er die Relevanz von Sprache bezweifelt. Und das ist für einen Musiker natürlich extrem verständlich eigentlich, dass er Dinge ausdrücken will, die sich sprachlich eben nicht wiedergeben lassen. Er könnte auch ein bisschen meine Stammelei hier gerade erklären. Oder hier das Moment der Freiheit, ja, Freiheit und Fortschritte. Für Beethoven also ganz, ganz wichtige Ziele, dieses Vorangehen, also ein ungestümes Temperament, das also auch künstlerisch keinen Konflikten aus dem Weg gegangen ist. So, und diese zarten Strukturanalysen, das ist ein Wort, mit dem Jorinde Vogt wahrscheinlich nicht einverstanden wäre, ja, der Zeichnung der einzelnen Sonaten, Takt für Takt von Jorinde Vogt, da steht wie so ein schwarzer Block eine grafische Arbeit eines anderen Künstlers, eines Generationsgenossen, sie sind fast genauso alt oder jung, Idris Khan im Raum. Ein schwarzes Objekt, ähnlich wie das Rebecca Horn Klavier. Der hat genau das Gegenteil gemacht. Während Jorinde Vogt also Takt für Takt der Struktur der beethovenschen Musik in den Klaviersonaten nachspürt, hat Idris Khan hier alle Partituren, alle Noten aller 32 Klaviersonaten übereinander fotografiert in einem fotografischen Verfahren, sodass eine quasi undurchdringliche schwarz-graue Masse entsteht. Ein sinnloses schwarzes Rauschen. Nur an den Rändern, in den unteren und oberen Rändern der Notensysteme kann man noch ein bisschen was erkennen. Erkennt man technische Angaben wie Pedal aufheben, manchmal ein Fortezeichen, habe ich neulich mal entdeckt, jetzt finde ich es wieder nicht. Also ja, hier kann man noch die Reste eines Sforzato erkennen. Aber in der Mitte der Notenlinien, wo sich das meiste naturgemäß abspielt, da erkennt man nichts. Und diese Arbeit hat den also grandiosen Titel Struggling to Hear und spielt also ganz deutlich an
auf das große tragische Hauptmotiv in Beethovens Leben, dass er eben schon mit Mitte, Ende 20 Anzeichen von Ertaubungen zu bemerken begann und dann mit Anfang 30, mit 32 Jahren, also derartig verzweifelt war über dieses Schicksal, das er seinen Mitmenschen und Freunden zunächst auch verheimlicht hat, weil es natürlich gerade für einen Komponisten eine besonders absurde und schreckliche Fügung war, dass er sein Gehör verlor. 1802 war er dann in einem Zustand, dass er kurz davor war, sich das Leben zu nehmen. Und diesem Umstand verdanken wir, wenn ich das so ausdrücken darf, also einen der ergreifendsten Texte, die wir überhaupt von irgendeinem Künstler haben, nämlich das Heiligenstädter Testament. Und in den zweiten Raum, der also nachdem dieser Raum hier dem Klang, dem Aufbruch in gewisser Weise, dem Dialog zwischen Künstler, Publikum und Klavier gewidmet war, ist der zweite Raum jetzt von dem Ende, dem Tod, dem der Stille, dem Ertauben gewidmet. Und bevor wir da hineinwandern, verabschiedet sich Rebecca Horn noch von uns. Immer weiter. Also die Ausstellung ist ähnlich wie Beethovens Sonaten und Sinfonien in ganz starken Kontrasten komponiert durch die beiden Amsterdamer Architekten Dani Mileo und Joris Niederlander. Der erste Raum also sehr hell, optimistisch, erhebend im wahrsten Sinne des Wortes und der zweite Raum jetzt also der denkbar stärkste Gegensatz. Die beiden Räume werden gleichermaßen verbunden und getrennt durch Soundtunnel, durch Klangschleusen, so dass die Klänge aus den Nachbarräumen nicht in den mittleren Raum dringen, der ja der Stille gewidmet ist. Deswegen schweige ich jetzt auch mal kurz. Okay, ich würde sagen, wir ziehen hier mal hoch. Der Raum wird beherrscht durch ein zunächst mal ganz rätselhaftes Objekt. Eine geniale Idee unseres Kollegen Andreas Kugler, hier etwas auszustellen, was seit 1902 niemand jemals gesehen hatte. Ich lüfte das Rätsel aber noch nicht ganz, sondern wir werfen einen kurzen Blick auf die Fotos hier links an der Wand. Das sind Dokumentaraufnahmen aus dem Jahr 1902. Von Beethovens letzter Wohnung, eine ganz normale, mittelgroße, vier Zimmer, glaube ich, Wohnung, relativ niedere Räume in der Schwarz-Spanier-Straße, ungefähr gegenüber der heutigen Votivkirche, die es damals natürlich noch nicht gab. Und dieses Haus, in dem Beethoven die letzten zwei, drei Jahre seines Lebens gewohnt hat, das sollte 1902 oder 3 abgerissen werden, wurde auch abgerissen. Da hat sich ein Verein von kulturbeflissenen Bürgern gebildet, die das verhindern wollten. Die wollten da Gedenkstätten einrichten, eben Beethoven, Schubert, Brahms und so weiter. Und als es ihnen nicht gelang, den Abriss dieser Wohnung zu verhindern, haben sie eben kurz vorher durchfotografiert. Das sind diese 6 Fotos, die davon erhalten sind, und haben die Türen, die Türstöcke und eben auch die Fußböden, die Parkettfußböden dieser Wohnung ausgeräumt. Und die wurden gerettet sozusagen. Und die wurden dann eingelagert und befinden sich heute im Depot des Wien-Museums. Und die Kollegen des Wien-Museums, Kolleginnen des Wien-Museums waren so freundlich, uns das Objekt, das wir haben wollten, auszuleihen, nämlich den Parkettboden, Teile des Parkettbodens aus Beethovens letzter Wohnung. Das ist also ein ganz ärmliches Objekt. Ich weiß gar nicht, ob man es als Objekt bezeichnen kann. Man könnte meinen, man hätte ein Frühwerk von Josef Beuys oder so etwas vor sich. Und es ist so eine Mischung aus absurd und hochpathetisch. Es ist eine große Leerstelle mit Doppel-E, eine große Projektionsfläche, wo man drüber nachdenken kann, was bleibt eigentlich, wenn jemand stirbt, eben eine große Leere. Es ist für viele Besucherinnen aber auch etwas ganz quasi Sakrales gewesen. Ich habe öfter mal beobachtet, ich hoffe, dass die Kollegen vom Wien-Museum das jetzt nicht hören, dass Leute aus dem Publikum also so ganz andächtig
so die Finger auf die Ränder gelegt haben, als sie bemerkt haben aufgrund der Objektbeschriftung oder unserer kleinen Begleithefte, was sie hier vor sich haben, eben dem Fußboden aus Beethovens Sterbewohnung. Das ist ja so ein wunderbarer Wiener Begriff, wie er eigentlich nur in Wien entstehen kann, also Beethovens Sterbewohnung, der Fußboden. Der beherrscht diesen Raum, drumherum Fotos aus der Wohnung, Grafiken von Goya, auf die wir am Schluss kommen, und hier in diesem Winkel eine ganz brisante Gegenüberstellung eigentlich von Noten von Beethovens 5. Sinfonie, zeitgenössisch, also historische Noten aus der Beethoven-Zeit und einer Arbeit von Anselm Kiefer, die wir uns gleich noch genauer anschauen. Was hier liegt, das ist die 5. von Beethoven. Die haben wir deswegen genommen, weil erstens, dass natürlich dieses Bababam ein Motiv ist, das auch Leute, die nicht Noten lesen können, relativ leicht erkennen. Dreimal kurz, einmal lang. Im Morse-Alphabet der Buchstabe V übrigens ganz genauso gebildet. Deswegen dieses Motiv während des Zweiten Weltkriegs, das Motiv der BBC, ein Sendesignal, und stand natürlich V für Victory. Da kann man, das ist eines der zahllosen Beispiele, an denen man erkennen kann, wie Beethoven im 20. Jahrhundert auch politisch eingesetzt wurde. Noch ganz kurz zu diesen Noten, die stammen weder aus dem Beethovenhaus in Bonn noch aus dem Wiener Musikverein, sondern die gehören heute noch dem Fürstenhaus Lobkowitz in Prag. Und das sind jetzt die Noten, die die armen Kopisten aus den oft sehr unleserlichen Originalniederschriften Beethovens exzerpiert haben für die einzelnen Instrumente. Also hier kann man sehr gut lesen, Viola, das sind also die Bratschen. Was hier links liegt, das sind die zweiten Geigen, steht glaube ich oben auch drin, Violino Secondo. Und die erste Violine haben wir hier auf dem Stapel liegen lassen, weil nur da drauf steht eben Sinfonie in C par Louis van Beethoven. Das ist also das originale Orchestermaterial des Orchesters des Fürsten Lobkowitz, der ja zu den ganz großen Förderern Beethovens in Wien gehörte und dessen Orchester viele seiner Werke uraufgeführt haben. Und deswegen hat die Familie heute noch in Prag also eine große Sammlung an solchen Beethoven-Orchesterstimmen. Und ja, ob Sie wollen oder nicht, die Besucherin dieser Ausstellung, Sie gehen zu auf eine Arbeit von Anselm Kiefer, die also wohl das härteste ist, was wir in der Ausstellung den Besucherinnen zugemutet haben und euch jetzt zumuten. Und warum hängt diese Arbeit hier? Es ist ein Werk von Anselm Kiefer, also der 1945 geborene deutsche Künstler, der sich jahrzehntelang und eigentlich unablässig und fast ausschließlich mit den Abgründen der deutschen und germanischen Geschichte beschäftigt. Und der hat in den 60er Jahren, da war er noch weitestgehend unbekannt, so mit 24 ungefähr, 1969, ist er durch halb Westeuropa gezogen, hat sich an die zahllosen Schauplätze der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg gestellt und hat sich dort als junger, unbekannter Künstler im Gestus des Nazi-Grußes, des Hitler-Grußes fotografiert, selbst fotografiert. In diesem Foto hier steht er im Athena-Tempel in Paestum, also einem ganz sakralen, sozusagen abendländisch-kulturell gesättigten Ort. Und diese Fotografie, also das ist eine ganze Reihe von Fotos aus den 1960er Jahren, die galten als unausstellbar. Die wurden erst sehr viel später wirklich veröffentlicht. Und also am Anfang kann man sich vorstellen, wenn in den 60er Jahren ein junger Künstler sowas macht, was das in Deutschland des Wirtschaftswunderlandes bedeutet hat. Und dann hat er sich um 2010 diese Fotografie wieder vorgenommen und hat sie malerisch überarbeitet, hat also einen Sternenhimmel da hineingehauen, hat sich auf die Stelle, wo das Herz ist, eine Palette angedeutet und hat unten, und das in diesen Wiesengrund, in den Tempelboden, etwas hineingeschrieben. Und das ist der Grund, warum diese Arbeit heute hier in unserer Ausstellung hängt. Über uns der gestirnte Himmel, in uns das moralische Gesetz. Und das ist eines der berühmtesten Zitate aus den Schriften von Immanuel Kant. Und genau dieses Zitat, genau dieses Statement, dieses Diktum, hat Beethoven sich eines Tages auch notiert. Das war für Kiefer hier nicht relevant. Worum es Kiefer geht, darauf komme ich gleich noch. Aber es ist hochinteressant, dass Beethoven ziemlich genau im Jahr 1820 den damals aktuellen Philosophen, führenden Philosophen des deutschen Idealismus offenbar so weit kannte,
dass er diesen Satz in einer etwas anderen Formulierung, der gestirnte Himmel über mir, das moralische Gesetz in mir, Kant, drei Ausrufezeichen, in seine Konversationshefte notiert hat. Die Konversationshefte, das sind über 130 Hefte, die heute noch erhalten sind, in die der zunehmend ertaubende Beethoven seine Gesprächspartner reinschreiben ließ, was sie ihm mitteilen wollten. Da stehen also überwiegend Dinge drin, die andere ihm da reingeschrieben haben. Aber manchmal hat er sich das Heft spontan genommen und hat da selbst was reingeschrieben. Dinge, die ihm wichtig waren, die ihm spontan einfielen, manchmal auch Einkäufe, die zu machen waren. Und eines Tages schreibt er sich eben dieses Diktum von Kant hinein und schreibt noch dahinter Kant drei Ausrufezeichen. Das heißt, der Satz muss ihm richtig eingefahren sein. Und deswegen müssen wir noch mal kurz zurückkommen zu diesem Satz. Denn was will Kant vermutlich? Es ist ja kaum etwas schwieriger, als Kant richtig zu verstehen. Aber worauf will Kant hier hinaus? Es gibt sozusagen eine kosmologische, eine kosmische Harmonie. Es gibt Gesetze des Kosmos, die sind per se gut. Das ist der gestirnte Himmel. Und das moralische Gesetz, das in uns ist oder in uns sein sollte, das ist im Gleichklang mit diesen Sphären. Harmonien sozusagen, um es etwas mittelalterlich auszudrücken. Das ist eine wunderschöne Vorstellung. Und man könnte jetzt von Pestum, den alten Griechen, zu Kant eine wunderbare idealistische Linie ziehen. Und dann steht da aber mittendrin der junge Künstler Anselm Kiefer 1969 mit seinem Nazigruß und zeigt eben, dass es trotz dieses ganzen abendländisch kultivierten idealistischen Bildungshimmel, den die Europäer sich da geschaffen haben, es eben die unsägliche Barbarei auch gegeben hat und also auch wiedergeben kann. Er vergegenwärtigt das hier, indem er es in einen zeitlich ganz anderen Zusammenhang stellt mit der griechischen Antike, mit Kant konfrontiert, also in einer Unerträglichkeit stellt er zwischen die Antike und Kant stellt er uns mit unserer sozusagen fast zeitgenössischen Barbarei. Und das ist natürlich ein ganz krasses Werk, das ist ein sehr beunruhigendes Werk. Und wir haben es deswegen in die Ausstellung geholt, weil es eben diese Koinzidenz gibt, dass sowohl Kiefer als auch Beethoven dieselbe idealistische Kant-Stelle zitieren. Beethoven sich natürlich das, worauf Kiefer hier mit dem Hitlergruß hinweist, sich nicht hätte ausmalen können. Und dadurch wollten wir mit dieser Arbeit also hinweisen auf die große Gefährdung, in der sich idealistische Positionen immer befinden, welche Abgründe eben dennoch möglich sind. Es gibt es alles gleichzeitig und diese Spannungen müssen wir aushalten und diese Gefahren müssen wir bestehen. Das ist leider ja auch wahrscheinlich gegenwärtig ein wieder relativ aktuelles Thema. Und wenn wir jetzt zur Beruhigung, aber es ist eigentlich keine Beruhigung, von Anselm Kiefer zu Goya gehen, dann sind wir mit Goya jetzt bei dem ersten von drei Künstlern, es kommen noch zwei weitere in der Ausstellung, die Zeitgenossen Beethovens sind. Goya ist zwar deutlich vor Beethoven geboren, aber er ist ein Jahr nach Beethoven 1828 gestorben. Und wenn man sich überlegt, welche sind wohl die drei wichtigsten künstlerischen Zeitgenossen Beethovens, dann ist Goya da sofort dabei. Das ist, glaube ich, ganz unbestritten. Er ist einer der wichtigsten Künstler in Europa um 1800. Also ein Epochenbegriff, den der Wiener Kunsthistoriker Werner Hoffmann sehr zu Recht ins Bewusstsein gehoben hat. Und die Capriccios, aus denen wir hier eine Auswahl zeigen, die hat Goya 1798 oder 99 veröffentlicht. Christina meinte, ich sollte mich mal kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Jedenfalls eine Mappe von 80 mit 80 Grafiken, von denen wir hier aus Platzgründen 16 ausgewählt haben, in denen Goya mit einer unerbittlichen Schärfe, also Aberglauben, degenerierte Mönche, Kerkerszenen, Folterszenen, Narren, also einen ganz pessimistisch finsteren Blick auf seine Zeit zeigt. Immer mit Untertiteln, möglichst harmlos wirkenden, denn er hatte natürlich zu Recht Angst vor der Zensur, Untertiteln, grafisch alle gleich gestaltet, aber dann gibt es mittendrin die Nummer 43, die hebt sich grafisch etwas ab, da steht der Titel der Arbeit nicht unten drunter, sondern er steht in diesem Block, der quasi einen Schreibtisch oder so etwas Ähnliches darstellt, steht er drin, Il sueño della razón produce monstruos oder so ähnlich, ja, der Spanisch. Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer. Das ist das heute berühmteste Blatt aus dieser Mappe, aus den Capriccios.
Und aus dieser grafisch andersartigen Gestaltung kann man schließen, dass Goya zunächst dachte, daraus mache ich das Titelblatt. Dann war es ihm aber zu riskant und er hat es also als Nummer 43, also mitten unter diesen 80 Blättern, versteckt. Er hat dann übrigens schon bald, ich glaube 1799, gleich wieder den Verkauf dieser Arbeiten gestoppt. Ich komme noch gleich auf das Blatt zurück, aber kurz zu diesem Motiv hier. Wir haben also aus den 80 Blättern Motive ausgewählt, wo Dinge vorkommen, die für Beethovens Biografie eine große Rolle spielen, zum Beispiel fortwährende Krankheiten. Beethoven ist nicht nur sehr früh ertaubt, sondern war ständig krank, hatte möglicherweise also permanente, heftigste Verdauungsprobleme zum Beispiel. Wir haben Szenen ausgewählt, in denen Frauen oder weibliche Schicksale eine Rolle spielen, denn das ist neben der Taubheit das andere große tragische Motiv in Beethovens Leben, dass er die große erfüllte Liebe, die öffentlich gelebte Beziehung oder gar eine Ehe, das hat er nie erlebt, das ist ihm verwehrt geblieben, obwohl es eine ganz, ganz große Sehnsucht war, von der zeugen die Briefe an die unsterblichen Geliebte, die nach seinem Tod in seinem Schreibtisch gefunden wurden, und Kerkerszenen, die an das große Motiv der Freiheit, das in Beethovens Leben, aber auch im Fidelio etwa eine Rolle spielen, eine große Rolle spielen, eben hinweisen. Aber lass uns noch mal vielleicht kurz zurückgehen zu Nummer 43. Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer. Zeitalter der Vernunft, der Aufklärung, Kant, Beethoven. Und genau da macht Goya, also 1798, dieses hier. Ein junger Mann ist am Schreibtisch eingeschlafen, das heißt, sein Verstand schläft und die Monster, das Dämonische, das Barbarische steigt auf. So wäre die normale Lesart. Der Schlaf, wenn die Vernunft schläft, dann entfalten sich grauenvolle Dinge. Das ist ein sehr optimistischer Begriff von Vernunft. Man kann aber aus dem Spanischen diesen Satz auch ganz anders übersetzen, nämlich der Traum der Vernunft gebiert Ungeheuer. Der Svenjo heißt gleichermaßen Schlaf und Traum. Und wenn man es derart übersetzt, dann würde es bedeuten, die Vernunft träumt eigentlich davon, Grauenvolles tun zu können. Ja? Und das ist dann ein sehr negativer und möglicherweise realistischerer Vernunftbegriff. Und dann würde sich also zwischen diesem Werk von Goya und dem Anselm Kiefer, den wir gerade betrachtet haben, also eine ganz dämonische Bedeutungsachse entfalten. Lass uns vielleicht zum Abschluss, also ja, eine ganz wichtige Sache habe ich vergessen zu berichten. Warum ist Goya zu diesem bösen, schwarzen, kritischen Blick auf seine Zeit imstande oder warum ist er dazu genötigt? Goya ist eben auch vollkommen ertaubt. Das ist das, was ihm schicksalhaft mit Beethoven verbindet. Die beiden haben höchstwahrscheinlich gar nichts voneinander gewusst. Dass Goya in Spanien was von Beethoven mitbekommen hat, glaube ich nicht. Beethoven hat ganz sicher nichts von Goya gewusst. Beethoven ist jetzt kein sehr großer Kenner der seiner gegenwartsbildenden Künstler gewesen. Und warum sollte er also den Grafiker in Spanien Goya gekannt haben? Aber sie haben das gleiche Schicksal gehabt. Und bei beiden hat das zu einem sehr zugespitzten, kritischen Blick auf ihre Zeit und auf die Gesellschaft, in der sie agieren mussten, getrieben. Ja, wir machen es einfach trotzdem. Ich nehme es auf meine Kappe. Ganz kurzer Blick auf das einzige Hörrohr von Beethoven, von dem wirklich sicher ist, dass er es verwendet hat. Das stammt auch aus dem Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde Wiens. Und ja, muss ich also vorstellen, dass der ertaubende Künstler, etwa 40-jährig, mit solchen natürlich ganz unzureichenden Geräten, die ihm sein Freund oder sagen wir Bekannter Johann Nepomuk Melzel gebaut hat, versucht hat, eben den Kontakt zur Umwelt aufrechtzuerhalten. Also ein rührendes und auch leicht absurdes Objekt. Und als wir das hier installiert haben, hat sich eine ganz merkwürdige, ästhetische und von uns gar nicht beabsichtigte, geplante Koinzidenz ergeben, dass der spitze Hut dieses armen Menschen, der hier vor einem Gericht sitzt als Angeklagter und dieses ganz unzureichende Hörrohr Beethovens, dass die also eine große Gestaltähnlichkeit haben. Das ist eine der grauenvollsten Szenen der Capriccios von Goya, denn das handelt sich hier um einen Ketzer, der von einem Inquisitionsgericht abgeurteilt und danach wahrscheinlich hingerichtet, verbrannt wird. Also das sind alles Dinge, die haben sich zur Zeit Beethovens in Europa zugetragen und deswegen sind die Capriccios sozusagen als ein vergleichbar kritischer Blick auf die Zeitverhältnisse um 1800, also ein ganz wichtiges Element in unserem zweiten Saal. Und jetzt ziehen wir langsam in den dritten.
Vielleicht noch kurz hier und dann zum Friedrich. Ja. So, jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert, dass ihr Bilder von Caspar David Friedrich seht und gleichzeitig sinfonische Klänge von Beethoven hört. Zweiter Satz der Eroica, der hier gerade erklingt, dürfte das erste Mal in der Aufstellungsgeschichte sein, dass also originale Gemälde von Caspar David Friedrich, also fast ein Jahrgangsgenosse von Beethoven, 4 Jahre jünger, zweifellos der bedeutendste deutsche Landschaftsmaler der Beethoven-Generation, dass man also hier im Museum Gemälde Friedrichs betrachten konnte und gleichzeitig Sinfonien Beethovens, nämlich die dritte, die Eroica, und die siebte hört. Der Sinn der Sache ist das Naturgefühl Beethovens, das für ihn eine unglaubliche Kraftquelle war, sozusagen erfahrbar zu machen. Wir sehen Landschaften sozusagen aus dem künstlerischen Blick des Landschafts, des deutschen Landschaftsgenies, der Beethoven-Generation Caspar David Friedrich, ganz unterschiedliche Landschaften. Wir waren in der Kürze der Zeit also wahnsinnig froh und dankbar, dass wir überhaupt 7 Friedrichs zusammenbekommen haben. Dieses extreme Querformat hier kommt aus Weimar, ist eine ganz selten gezeigte Leihgabe. Dann dieses dunkle Ruinenbild hier aus München. Dann 4 ganz unterschiedliche Bilder aus dem Belvedere, also ein großer Dank an das Wiener Belvedere. Und links außen eine kleine Landschaft aus der Hamburger Kunsthalle. Das ist ja eine der größten Sammlungen zu Caspar David Friedrich. Der Fußboden, den sich die Postma-Architekten ausgedacht haben, der sozusagen die Horizontlinie, die ja in Landschaftskunst fast immer eine große Rolle spielt, sozusagen verdoppelt und so eine Art kosmische Entgrenzung kreiert, das bringt uns in so einen Schwebezustand. Es ist eine Art produktive Verunsicherung, die hier erzeugt wird. Und es wird das Naturgefühl sozusagen oder das kosmische Gefühl sozusagen holistisch umgesetzt durch dieses architektonische Konzept. Es ist fast, als ob man auf eine Wasseroberfläche oder auf eine Eisfläche geht. Dann korrespondiert es mit dem sagenhaften Video von Guido van der Werve, zu dem wir auch gleich noch kommen. Aber es ist vor allen Dingen so eine Art kosmisches Gesamtgefühl, das hier entsteht, wenn man sich über diesen spiegelnden Boden bewegt. Ziemlich gewagter Entwurf und wir sind froh, dass wir so mutig waren, das umzusetzen. Wenn du noch mal kurz den Schwenk über die Friedrichs zeigst, ich will dir jetzt nicht auf die Bilder aller einzeln eingehen, es kam uns vor allen Dingen darauf an, ganz unterschiedliche Stimmungen und Formate gegeneinander zu setzen, so wie in Beethovens Kompositionen eben auch die Kontraste heftig aufeinander prallen, also eine dunkle, blockhaft geschlossene Ruinenlandschaft neben so einem ganz nebulösen Meereshorizont, also unglaublich stimmungsvoll und atmosphärisch, fast monochrom oder höchstens 2 Farbtöne, die da durchvariiert werden, ganz reduziertes Farbspektrum und dann eine kleine Wolkenstudie, ein Abendhimmel, fast poppig in den Farben, von Friedrich wahrscheinlich nicht als fixfertiges Gemälde gedacht, sondern eben als eine Wolkenstudie. Er hat sie sogar auf den Tag genau im September, ich weiß nicht mehr genau, 1827 oder so, oder 1820 datiert. Ein ganz kleines Format, wirkt unglaublich zeitlos und modern. Und links davon dann ein monumentales Werk, wo er ein ganz bestimmtes topografisches Motiv im Elbsandsteingebirge sozusagen aufnimmt und darstellt, das Felsentor Neuraten, also eine ganz prägnante Felsformation, die es auch heute noch gibt natürlich, und die aber zu Friedrichs Zeiten, und das ist doch ganz interessant, war diese Stelle im Elbsandsteingebirge, also touristisch schon komplett erschlossen, da gab es Stege und Wege und Brücken mit Geländern und so weiter, man konnte da überall ganz bequem reinspazieren und diese ganzen Elemente der touristischen Erschließung, die hat Friedrich natürlich planmäßig weggelassen, um so eine heroische, unzugängliche Landschaft zu schaffen, wo man wirklich ein Held sein muss, um sich da reinzuwagen. Also ein heroisches Landschaftsgenre, das Beethoven gerade in der Eroica also stark entspricht. Ja, das Thema Natur
ist in einer vielleicht überraschenden Art und Weise um 1800 verbunden mit dem Thema Revolution. Das ist also politischer, als man meinen könnte, das Naturgefühl der Zeit um 1800. Beethoven ist ein Anhänger der Ideen von Jean-Jacques Rousseau gewesen, der ja als einer der Wegbereiter der Französischen Revolution gilt. Und auch wenn dieses berühmte Diktum Zurück zur Natur möglicherweise gar nicht von Rousseau stammt, aber diese Erschließung der Natur als Kraftquelle für ein sich emanzipierendes menschliches Individuum, das geht auf Rousseau zurück, das ist in der Französischen Revolution ganz stark aufgenommen worden und das spielt für Beethoven eine Riesenrolle. Wir haben hier aus seinen Briefen ein Zitat, wo er seine Freude über das Naturerleben ausdrückt und er schreibt, dass die Wälder den Widerhall geben, den der Mensch wünscht. Dieses wunderschöne Wort Widerhall, das würden die modernen Psychologen heute wahrscheinlich mit Resonanz übersetzen. Ja, und dieser Resonanzbegriff spielt ja in der gegenwärtigen Psychologie eine sehr, sehr große Rolle. Also sich im Einklang fühlen, etwas wiederzuerkennen, eine Art harmonisches Echo im Durchstreifen der Natur, das ist für Beethoven unendlich wichtig gewesen. Und der zweite große Landschafter, den wir in die Ausstellung, wir hatten ja Gott sei Dank, einen englischen Kollegen im Team, Jasper Sharp. Und Jasper hat natürlich gesagt, der wichtigste Landschafter um 1800, das ist William Turner. Ja? Und deswegen haben wir gleichberechtigt sozusagen Turner und Friedrich in der Ausstellung. Und von Turner, als einem wesentlich, würde ich mal sagen, freieren Künstler als Friedrich, von Turner haben wir keine fertigen Gemälde genommen, sondern seine Skizzenbücher. Die Skizzenbücher sind normal, gibt es über 100, die sich in der Tate Britain in London in seinem Nachlass befinden. Das sind normalerweise Büchlein, so wie sie hier liegen, von denen man immer nur eine Seite zeigen kann. Hier ein kleines Skizzenbuch mit Himmeln, wo man sich wirklich vorstellen muss, dass also Turner tagelang auf dem Rücken gelegen hat in der Landschaft und Wolkenformationen in diesen ganz flüchtige Wolkenformationen festgehalten hat. Und Gott sei Dank ist das ein oder andere Skizzenbuch aber von den Sammlern auch auseinandergebaut, aufgelöst worden, so dass wir hier also mehrere nebeneinander zeigen können aus einem größeren Skizzenbuch aus dem Jahre 1841, also schon ein paar Jahre nach Beethovens Tod, wo Turner den epochalen Brand des Towers 1841 aufnimmt. Ob er das direkt an Ort und Stelle geschaffen hat oder unmittelbar unter dem Eindruck dieses Brandes im Atelier, das wissen wir nicht ganz genau. Aber man kann jedenfalls sehr gut dieses Fließende des Ereignisses, dieses sich Wandeln des Brandes, also ein zeitliches Element, da festmachen. Und die Idee in der Konfrontation von Turners Skizzenbüchern, hier wir haben also die Wolken gehabt, die Luft, wir haben hier diesen Towerbrand an der Themse und wir haben hier noch ein wunderbares Skizzenbuch mit Meereslandschaften. Diese also sozusagen ersten Notate von bestimmten Motiven, die haben wir zusammengebracht mit Skizzen von Beethoven. Also keine Autographen fertiger Kompositionen, sondern Arbeitsmaterialskizzen, in denen hier arbeitet er an den Quartetten Opus 59 und ganz links außen haben wir was ganz besonders Bewegendes, nämlich ein Blatt Skizzen aus dem letzten Satz der 9. Sinfonie, wo er also diese epochale Erweiterung schafft, dass erstmals die menschliche Stimme in einer Sinfonie erklingt. Und da kann man sogar die schillerschen Stellen aus der Ode die Freude, in dem Fall ist es die Stelle mit überm Sternenzelt, muss ein lieber Vater wohnen, kann man da erkennen. Also man sieht, glaube ich, gerade in dieser Zusammenstellung sehr schön, das ist hier keine wissenschaftlich-archivalisch-musikhistorische Ausstellung, sondern gerade an dieser Stelle geht es darum, sozusagen den Funken der Inspiration, das Ingenium, die Beseelung, das Arbeiten mit dem noch ganz ungeformten Material auf eine ganz sinnliche Art und Weise erfahrbar zu machen. Das ist also dieser Dialog Friedrich Turner mit Skizzen von Beethoven. Aber vielleicht noch ganz kurz zurück zu Kiefer. Caspar David Friedrich ist für Anselm Kiefer unglaublich wichtig. Kiefer wurde vor kurzem mal in einem Interview gefragt, wie ist denn eigentlich seine Beziehung zu Friedrich? Und da sagt er, in jedes Museum, das er kommt, da schaut er erstmal nach, welche Bilder von Friedrich haben die denn? Und es ist also ein lustiger Zufall, das wussten wir gar nicht, als wir die Ausstellung konzipierten, dass also auf der Rückseite dieser ja sehr schönen Bilder von Friedrich, diese ganz erschütternde und zum Nachdenken zwingende Arbeit von Anselm Kiefer hängt. Jetzt gehen wir zu einem Objekt, das eines der Höhepunkte
von allem darstellt, was von Beethoven materiell überliefert ist. Aber das, was hier von Beethoven konkret stammt, das ist ein Loch im Papier. Wir machen jetzt mal, weil das wirklich eine wichtige Sache ist, kurz die Musik ganz aus. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Also was wir hier haben, das ist die Partitur der Eroica, nicht das originale Autograph Beethovens, das ist, soweit ich weiß, verloren, sondern die Reinschrift, die ein beklagenswerter Kopist also für Beethoven gemacht hat. Und das ist das Handexemplar, mit dem Beethoven selbst gearbeitet hat, in das er Korrekturen eingetragen hat, Aufführungsnotizen und mit dem er, also das ist das Handexemplar der handschriftlichen Partitur, die ein Kopist für Beethoven zusammengeschrieben hat, das Originalste, was von der Eroica erhalten ist. Und das Bedeutende an diesem Papierbündel ist, genau da, wo ich einen Schatten mache, ist ein horizontales Loch im Papier. Und da stand der Name Bonaparte. Beethoven hatte diese Sinfonie zunächst Bonaparte genannt und dann Bonaparte gewidmet, Napoleon Bonaparte gewidmet. Und als er dann 1804 von seinem Freund und Schüler Ferdinand Ries erfuhr, dass Napoleon sich selbst zum Kaiser gekrönt hat, war Beethoven außer sich vor Wut und vor Enttäuschung, hatte das Gefühl, dass sein revolutionäres Ideal, Napoleon, den er also aus der Französischen Revolution herkommend interpretierte, zu einem reaktionären Herrscher entwickeln würde, soll ausgerufen haben, der Ferdinand Ries ist ein relativ vertrauenswürdiger Zeuge, soll ausgerufen haben, ist er auch nur ein gewöhnlicher Mensch wie all die anderen Herrscher, meinte Beethoven, wird sich zum Tyrann aufschwingen und die Menschenrechte mit Füßen treten. Also nach diesem, wie ich glaube, vertrauenswürdigen Zeugnis seines Schülers Ferdinand Ries hat Beethoven das damals den ganz neuen Begriff der Menschenrechte verwendet und hat sich ein Federmesser genommen und hat den Namen Bonaparte so heftig ausgekratzt, ausradiert, dass man da eben nur noch ein Loch und durch das Loch die Notenlinie der nächsten Seite erkennt. Also hier ist der engagierte, temperamentvolle, politisch bewusste Zeitgenosse Beethoven also quasi mit Händen zu greifen. Insofern also ein unglaublich wichtiges Dokument. So, Leute, wir sind fast durch, aber wir werfen noch, ihr habt sicherlich schon bei einigen von Christina Schwenks dieses fabelhafte Video von Guido van der Werve gesehen, einem holländischen Künstler, gleiche Generation wie Jorinde Vogt und Idris Kahn, die wir im ersten Raum mit ihren grafischen Arbeiten gesehen haben. Und dieses Video ist genau wie das Klavier von Rebecca Horn oder die Skulptur von Rodin nicht mit Blick auf Beethoven geschaffen. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt so auf die Figur Beethovens eingestimmt hat, der heroische Künstler, der großes Risiko in Kauf nimmt und voranschreitet und die Menschheit beglücken will, dann könnte man meinen, Guido van der Werve habe hier ein Beethoven-Bildnis schaffen wollen. In Wirklichkeit ist es Guido van der Werve selber, der als junger Mann, ich glaube so 2007 ungefähr, über die zugefrorene Ostsee, ganz im Norden, botnischer Meerbusen zwischen Finnland und Schweden, schreitet über die zugefrorene Ostsee, schreitet und ungefähr 10 bis 15 Meter hinter ihm fährt ein Eisbrecher her. Es wirkt, als ob der Künstler selber diesen Eisbrecher auf uns zuführt und in diesem aufbrechenden Eis die Freiheit bringt. Man kann vermuten, dass das Eis hinter dem Eisbrecher relativ bald wieder zufriert. Das heißt, dieser freiheitsbringende Künstler geht ein hohes Risiko ein und möglicherweise ist es ganz und gar vergeblich. Es ist also ein hohes Pathos drin, aber gleichzeitig auch eine gewisse Ironie. Und tatsächlich ist es so, dass Guido van der Werve also im Aufnehmen dieses Films ein hohes Risiko eingegangen ist. Das macht er immer wieder in seinen Arbeiten. Seine Arbeiten sind ganz konsequent auf Holländisch durchnummeriert. Dieses hier ist Nummer 8. Und dann haben sie einen englischen Untertitel. Der Untertitel ist Everything is going to be alright. Alles wird gut. Und das darf man natürlich mit Fug und Recht bezweifeln. Das heißt, das ist so eine Mischung aus Heroismus,
und Ironie in dieser Arbeit, die sie einerseits sehr modern und sehr zeitgenössisch macht, sehr doppeldeutig und sich gleichzeitig aber, wie wir fanden, unglaublich gut auf Beethoven beziehen lässt. Es ist in gewisser Weise ein Prometheus auf dem Eis. Es ist jemand, der der Menschheit etwas Großartiges bringen will, die Freiheit, und ein hohes Risiko eingeht und möglicherweise scheitert. Es gibt ja ein berühmtes Bild von Caspar David Friedrich in der Hamburger Kunsthalle, wo das zugefrorene Eismeer, in dem sich ein Schiff auch befindet, als die gescheiterte Hoffnung bezeichnet worden ist von Friedrich selber. Also ein altes Bild, das Guido van der Werve hier bewusst oder unbewusst aufgreift. Und wir haben dieses Eisvideo konfrontiert mit einem Prometheus-Gemälde, das einzige Altmeister-Gemälde in der ganzen Aufstellung, eine kleine Referenz an das umgebende Kunsthistorische Museum sozusagen. Das Bild stammt aber nicht aus unseren Sammlungen, sondern aus dem Prado. Der Prado ist ja gemeinsam, sagen wir mal, mit uns und München und dem Louvre die größte Rubens-Sammlung der Welt. Und das hier ist eine Prometheus-Darstellung, die auf eine Ölskizze von Rubens zurückgeht und hier von einem sehr guten Mitarbeiter von ihm, Jan Corsiers, also lebensgroß realisiert wurde, umgesetzt wurde. Prometheus, der vom Olymp herab schwebt, um der Menschheit das Feuer wieder zu schenken, das Zeus den Menschen entzogen hatte. Zeus hatte immer mal wieder die Menschheit Prüfungen unterzogen und wenn er dann unzufrieden war, die Menschen bestraft. Und eine der Strafen bestand darin, dass er ihnen das Feuer wegnahm. Prometheus raubt nun das Feuer aus dem Olymp und bringt es den Menschen zurück. Er ahnt, dass das übel ausgehen wird für ihn. Er dreht sich um zum Olymp, da droht also Finsteres aus der Wolke. Denn tatsächlich wird Prometheus ja grauenvoll bestraft, indem Zeus ihn an einen Felsen ketten lässt, mit geschmiedeten Ketten, wo er jahrelang hängt. Und da kommt jeden Tag ein Adler und pickt ihm bei lebendigem Leib die Leber aus dem Körper. Die wächst aber immer wieder nach, sodass er also jahrelang nicht sterben kann. Eine andere Variante des Mythos ist vielleicht noch interessanter. Prometheus habe den Menschen nicht nur das Feuer wieder geschenkt, sondern er habe überhaupt die Menschen erst geschaffen. Er habe aus Lehm Menschen geformt und ihnen das Wichtigste, nämlich ein Seelenleben eingehaucht. Also eine ganz wichtige, menschheitsbeglückende Titanenfigur, die vom etablierten Götterhimmel unter Zeus brutal abgestraft wurde. Und das Bild hängt aus zwei Gründen hier. Erstens wurde Beethoven zu Lebzeiten, genau wie übrigens Napoleon, von den Zeitgenossen mit Prometheus, dem menschheitsbeglückenden, feuerfunkenbringenden Künstler, verglichen. Und Beethoven hat sogar ein Prometheus-Ballett komponiert, von dem wir hier auch aus der Sammlung Lobkowitz das Orchesterstimmenmaterial haben. Das Prometheus-Ballett, das ist ungefähr 2 Jahre vor der Eroica entstanden und es wandern Motive aus dem Prometheus kompositorisch in die Eroica hinein. Da gibt es also eine ganz enge Verbindung an bestimmten Stellen und das hat durchaus auch einen mythologisch-heroischen Zusammenhang. Es wandert also ein heroischer Inhalt mythologischer Art in die Eroica ein, vielleicht sogar auch politischer Art, denn es gibt im Prometheus einen Kontertanz, neben vielen anderen Tänzen natürlich in einem Ballett. Und der Contredanse oder Kontertanz, das war die einzige Tanzform, in der sich die unterschiedlichen Stände, also die Landbevölkerung, die Stadtbevölkerung und auch der Adel beim Tanzen mischen konnten, durften. Also ein Klassengegensätze aufsprengender Tanz. Und insofern kann man also sagen, dass es Kompositionen von Beethoven gibt, die durchaus einen politischen Akzent oder Inhalt oder eine Message transportieren. Das wird von Musikern und Musikwissenschaftlern sehr unterschiedlich gesehen, aber also ich empfehle hier sehr, sehr stark, möchte ich hier empfehlen, was Nikolaus Hanon-Kur zu solchen Fragen geschrieben hat. Ja, und was Christina gerade filmt, das ist der letzte Notenblock aus der Sammlung Lobkowitz, den wir in der Ausstellung haben. Das ist das Stimmenmaterial zur Egmont-Ouvertüre. Das geht also links los mit den Flöten und der Klarinette und der Oboe. Das ist also die Stimme für die einzelnen Instrumente, also Flauti, glaube ich zumindest, Oboe, Klarinette, Fagott. Dann die höchste Reihe, natürlich die ersten Geigen, zweite Geige, Viola, Cello, Bässe und dann ganz am Schluss die eine Pauke. Also hier kann man quasi das ganze Orchester sehen und was ihr hier seht, das ist die Egmont-Ouvertüre. Ist auch kein Zufall, dass Beethoven gerade dieses Theaterstück, dieses Schauspiel von
Goethe mit einer Schauspielmusik begleitet hat. Denn Egmont ist ja auch ein Freiheitsheld gewesen, ein Freiheitsheld aus der Bruegelzeit übrigens, der 1566, wenn ich mich richtig erinnere, oder was 1568, in Brüssel enthauptet wurde, weil er den Aufstand gemeinsam mit Wilhelm von Oranien eben initiiert hat. Also eine ganz wichtige Komposition. Es ist kein Zufall, dass Beethoven sich gerade für einen solchen Stoff interessiert hat. Das Gleiche gilt natürlich für Fidelio. Also auch in einer solchen Arbeit spiegelt sich der politisch denkende, freiheitsliebende Künstler Beethoven. Und wenn die Ausstellung jetzt offen wäre, dann würdet ihr aus diesem dritten Saal in den letzten vierten gehen. Und da ist etwas Wunderbares passiert. Aber das passiert eben heute nicht, weil die Ausstellung geschlossen ist. Da gab es eine Arbeit von Tino Segal, einem wunderbaren in Berlin lebenden Künstler, auch in den 1970er Jahren geboren. Der es aber nicht mag, wenn man über seine Arbeiten viel spricht oder sie gar dokumentiert. Da gibt es also auch kaum filmische Dokumente, und wenn, dann sind sie alle also vom Publikum so unter der Hand aufgenommen worden. Eine Arbeit, die er für unsere Ausstellung geschaffen hat, war auch eine Idee von Jasper Sharp, ihn einzuladen. Und er hat sofort zugesagt und hat eine Arbeit geschaffen, die heißt This Joy. Und wir können einfach nur hoffen, dass diese Arbeit vielleicht beim nächsten Impulstanzfestival oder bei welcher Gelegenheit auch immer wieder zu erfahren sein wird. Ich sage dazu weiter nichts, außer dass sie wirklich auf die ganz unmittelbare Begegnung von Mensch zu Mensch zwischen den Tänzerinnen und Tänzern von Segal und uns basiert diese Arbeit. Und von daher hoffe ich wirklich, dass sie eines Tages wieder zu erleben sein wird. Damit höre ich jetzt fast auf. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob wir schon genug Fragen haben, um damit sofort loszulegen. Ansonsten mache ich noch ein bisschen Reklame für unseren Museumsshop, in dem man auch online die fabelhafte Beethoven bewegt Begleitpublikation stehen kann. Also wenn es Fragen gibt, jetzt bitte kommentieren. Genau, Christina wählt dann die harmlosesten für mich aus. Das Katalogbuch ist außerordentlich weit gespannt. Da kommt also auch Stanley Kubricks Clockwork Orange vor, zum Beispiel ein Film, in dem Beethoven eine ganz große Rolle spielt. Also ein Buch mit wirklich ganz unterschiedlichen Ansätzen. Das ist eine Art Kaleidoskop. Kein Ausstellungskatalog im klassischen Sinne, sondern erst eigentlich ein Begleitbuch zur Ausstellung. So. So, also eine heikle Frage. Wird die Ausstellung noch zu sehen sein? Ja, wir fürchten nicht. Wir haben es, also keiner von uns hat es, glaube ich, bisher ganz offiziell gehört, aber wenn man den gesunden Menschenverstand anschmeißt, dann müssen wir sagen, also wir haben die Ausstellung ja schon verschoben von März auf September. Da haben die ganzen Leihgeber schon sehr großzügig alle Leihgaben verlängert. Jetzt endet die Ausstellung nach dieser verlängerten, verschobenen Laufzeit am 24. Januar. Wir hatten alle auf dieses Freitesten ab 1. Januar gehofft, ab 18. Januar gehofft. Das findet nun nicht statt. Und soweit ich mitbekommen habe, aber ich weiß nichts Offizielles, wird die Ausstellung eben leider nicht verlängert. Das heißt, sie wird nicht mehr im Original zu sehen sein, vermuten wir, zu unserem großen Kummer. Deswegen überhaupt dieser kümmerliche Versuch, sie euch auf diesem Wege nochmal zu zeigen. Was ist dein persönliches Lieblingswerk der Ausstellung? Das muss ich wirklich sagen, kann ich nicht sagen, weil ich eins wie das andere liebe. Also, aber wenn ich eins mitnehmen könnte, das sage ich jetzt nicht nur, um meinen Freund und Kollegen Jasper zu gefallen, dann wäre es doch eines dieser Feueraquarelle von Turner, definitiv, ja. Auch weil man in einer kleinen Wohnung das Guido von der Werbevideo nicht gut unterbringen kann. Aber ich finde wirklich, dass unterschiedliche Dinge, die wir da zusammengebracht haben, die eben gemeinsam als ein Kaleidoskop so eine Art Illusion der Vergegenwärtigung von Beethoven ergeben. Und den Kiefer würde man zu Hause nicht aushalten, über lange Zeit wahrscheinlich. Aber das Werk von Kiefer trifft mich, gerade als Deutschen, natürlich auch besonders stark. Also mit einem Wort ist eine schwierige Frage. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann wäre es eines der Feueraquarelle von Turner, und zwar das dunkelste.
Gibt es noch Fragen? Danke für die wundervolle Führung. Ja, dann bedanke ich mich bei Christina für ihre Geduld und hoffe, dass ihr, man kann das vielleicht auch nochmal nachschauen, euch noch ein paar Einstellungen der wichtigsten Werke ranzoomen könnt. Im Katalog sind alle Werke sehr gut abgebildet übrigens. Ja. Wir haben eine sehr nette Website, wo auch viele Inhalte aufpoppen. Und Beethoven würde sagen, hört einfach meine Musik, das ist das Wichtigste. Ich darf mich verabschieden, ne?